together, talked about being so free. Heute ist jedenfalls Frauentag, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen noch eine Special-Ausgabe und wünschen allen unseren Hörerinnen einen frohen Frauentag. Und wollen uns auch bedanken bei den Gästen, die wir schon gehabt haben, bei unseren weiblichen Gästen, die wir schon da gehabt haben und die bereit waren, ihre Geschichte mit uns zu teilen und auch mit euch zu teilen. Wir haben ja mit Milch und Zucker begonnen, weil wir gesagt haben, wir wollen Leuten irgendwie Raum geben zu reden und Geschichten zu erzählen und ihre Geschichte zu erzählen und darüber zu reden, was ihnen wichtig ist. Deswegen haben wir uns gedacht heute, wir haben zu Beginn von Mit Milch und Zucker, habe ich für die Christiane und die Christiane für mich eine Vorstellung geschrieben, wer wir sind und wie wir so zu Milch und, mit Milch und Zucker gekommen sind. Und ich dachte, das passt heute irgendwie gut, euch mit euch das nochmal zu teilen, auch vorgelesen. Deswegen wird die Christiane vorlesen, was sie über mich geschrieben hat, und ich werde dann vorlesen, was ich über die Christiane geschrieben habe. Bitteschön! Was ich über die Brenda geschrieben habe. Partnerin in Crime, das beschreibt Brenda am besten. Ein Kaffee mit ihr endet nie bei nur einem zweiten oder vielleicht dritten. Er endet in Ideen, Plänen, Listen, Visionen. Mit Milch und Zucker begann mit einem Kaffee und vielleicht dem ein oder anderen Gin Tonic. Brenda ist das Hirn hinter Mit Milch und Zucker. Technische Details, die für mich klingen wie altgriechisch, schrecken sie nicht ab, wie so viele andere Dinge das auch nicht schaffen. Sie ist unerschütterlich in ihrem Denken, konsequent in ihrer Umsetzung und ganz nebenbei immer da, wenn man sie braucht. Mit Milch und Zucker ist bei weitem nicht unser erstes gemeinsames Projekt, aber durchaus das Projekt, bei dem wir sehen, wie weit wir schon gemeinsam gekommen sind. Das haben wir vor allem Brendas langen Atem und Unerschütterlichkeit zu verdanken. Boah, mich rührt das immer so, wie ich das höre. Ich finde irgendwie so... Sie ist nett. Ja. Ich habe über die Christiane geschrieben und es ist jetzt ziemlich ein gutes halbes Jahr her. Ja. Echt jetzt. Ich habe heute die Freude, Christiane Körner vorzustellen. Gemeinsam haben wir mit Milch und Zucker gestartet. Christiane ist 25. Und Studentin. Das zu den Fakten. Wir kennen uns seit fast 5 Jahren und haben gemeinsam wahlgekämpft, politisiert, sind gereist, haben Videos aufgenommen, haben getanzt, getrunken, manchmal gestritten, viel geredet, viele Screenshots ausgetauscht, Kaffee getrunken, geplant, mehr gereist, mehr geredet. Gemeinsam geweint, viel gelacht, gesungen, mehr Kaffee getrunken, manchmal auch ein Gin Tonic oder kurz gesagt, haben viel erlebt. Christiane ist die Meisterin der passenden Aussagen in den richtigen Momenten und ich könnte Fotoalben füllen mit Erinnerungen. Christiane ist immer dabei, neue Sachen zu probieren, auch wenn sie im ersten Moment schwierig aussehen. So auch diesen Podcast, der ursprünglich nur ein Blog sein sollte. Ich habe immer das Gefühl, gemeinsam schaffen wir alles und das verdanke ich Christiane. Christiane ist die Meisterin der Boyband-Playlisten, so ein wahnsinnig schwieriges Wort, Codewörter finden, passende Emojis suchen, Funkwitlisten zu füllen, beste Facebook-Texte zu schreiben, mir Instagram zu erklären und Pläne schmieden, kann niemand besser als sie. Aber was rede ich hier eigentlich? Lernt Christiane selber kennen. Hört einfach mit Milch und Zucker an. PS? Es gibt auch ein PS. On a personal note, Christiane, danke für alles und ich bin so stolz auf unser neues Projekt. Wieder einer dieser Dinge, die ich ohne dich nie gemacht hätte. Also, danke dir. Es ist eine Reise, die wahnsinnig spannend ist und jede Woche ist es irgendwie ein neues Ding und unsere Telefonate... Wenn wir überlegen, was wir machen und wie wir das machen und wenn ich wieder eine furchtbare Idee habe oder ich freue mich schon total auf unsere Klausurrennen heuer. Oh ja. Und was auf was noch alles kommt und ohne dich wäre es nie entstanden, also danke. Oh, kann ich nur zurückgeben. Damit wollen wir uns noch bedanken bei unseren Gästen, unseren weiblichen Gästen nämlich heute, die so viel mit uns teilen und ihre Geschichte und ihre Gedanken und so ehrlich sind. Ich finde es immer mutig für jeden, dass sich daherkommt und die Geschichte erzählt und unsere Fragen antwortet, Geduld mit uns hat, wenn wir nicht ganz sicher sind, wer fängt jetzt an und wer ist jetzt gerade dran und so. Also danke allen, auch allen, die noch kommen werden, weil das ist unser Ziel, auch wirklich vielen Frauen den Raum zu geben, ihre Geschichte zu erzählen und über die Themen zu sprechen, die sie möchten. Und deswegen jetzt ein besonderes Danke an Jing, Veronika, Fanny, Anna, Sophia, Conny, Esther, Erika, Conny und Anna.